Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Ich hatte vor ein paar Wochen, bevor die Season angefangen hatte, schon mal darauf hingewiesen, dass das Gauntlet komplett broken ist. Jetzt, nach 3 Wochen Leaderboards, muss ich wirklich nochmal ein Video machen, weil es ganz wichtig ist und das, glaube ich, viele Leute nicht wissen. Und euch sagen, Leute, macht unbedingt Leaderboards. Ich werde euch gleich nochmal erklären, was das ist und wie ihr das bekommt und wie ihr die Belohnung dafür bekommt. Und ganz am Ende gibt es dann nochmal mein Pack Opening. Ich habe 28 von diesen Kisten hier aufgemacht. Und es ist einfach unglaublich, was da für eine Greater Arthic Chance drin ist und was da für Uniques drin sind. Nochmal, um euch alle abzuholen. Also, es wurde geändert zu Season 4, dass diese Kiste hier immer ein legendäres Item enthält. Und wenn ihr mindestens 260.000 Punkte bekommt, das erkläre ich gleich noch, bekommt ihr 4 Stück davon. Das Ganze für jede Klasse und dann noch für zwei, wenn ihr mit 2 Leuten, mit 3 Leuten oder mit 4 Leuten spielt. Das Ganze könnt ihr euch hier in der besten Liste einmal angucken, was es alles gibt. Barbar, Necro, Magier, Jäger, Druide, 2, 3, 4. Und ich habe alle bekommen, außer vom Necro, weil ich habe keinen Necro auf einem hohen Level. Und habe damit jeweils 4 Truhen bekommen, insgesamt 28 Stück. Das Maximum, was ihr hier rausholen könnt, sind 32 Kisten. Und das ist schon extrem krass. Und alles, was ihr dafür machen müsst, ist, ihr müsst nicht bei Level 100 sein, ihr müsst nur stark sein. Ihr könnt das also auch im Prinzip auch auf Level 50 machen, wenn ihr stark genug seid. Und hier unten in Geakul gibt es dieses Horn der Prüfung. Das Ganze könnt ihr aber auch in der Sammlung einfach machen. Und hier ganz rechts gibt es Prüfung und könnt hier auf Start drücken. Das heißt, ihr müsst nicht unbedingt dahin laufen. Ihr könnt das auch jederzeit aus der Sammlung heraus machen. Und zeige euch einmal ganz kurz den Anfang und dann ganz am Ende zeige ich euch nochmal genau, worauf es ankommt. Weil in den Dungeon müsst ihr nicht mal richtig gut sein. Ihr müsst 160.000 Punkte haben, um würdig zu sein. Das ist die höchste Klasse, um 4 Truhen zu bekommen. Aber ich sage euch ganz ehrlich, auch wenn ihr nicht 4 Truhen schafft und diese 160.000 Punkte, lohnt es sich trotzdem hier durchzugehen. Der Dungeon ist jede Woche neu und dann auch für jeden Charakter gleich. Das heißt, den Dungeon hier, den kenne ich jetzt auch noch nicht. Aber ihr geht da einfach einmal durch, ganz gechillt und versucht einfach so viele Punkte wie möglich zu holen. Und das Mindestziel sind wirklich 160.000 Punkte. Und so sieht das dann am Ende aus. Ihr seid aufgestiegen. Das ist das Wichtige. Ihr müsst immer Siegel würdig haben. Ich habe jetzt hier 315.000 Punkte. Ich weiß gar nicht, ob das gut oder schlecht ist. Es ist auch vollkommen belanglos. Ihr wollt 160.000 Punkte, um die 4 Kisten zu bekommen. Das macht ihr dann einfach mit jedem Charakter einmal. Und am Ende der Woche, das ist immer Dienstag, um 18 Uhr ungefähr ist das Leaderboard vorbei. Und um 19:15 Uhr könnt ihr eure Kisten abholen. Das könnt ihr dann auch wieder über das Sammlungsmenü hier machen. Geht ihr hier einfach um 19:15 Uhr rein am Dienstag und könnt alle Kisten auf einmal abholen. Ganz wichtig, der Loot, der aus den Kisten rauskommt, wird immer davon bestimmt, mit welchem Charakter ihr die Kisten aufmacht. Heißt, wenn ihr zum Beispiel auf dem Necro gute Uniques braucht oder sagen wir mal auf Magier, Tal Rasher, dann macht es auf jeden Fall Sinn, auf den jeweiligen Charakteren diese Kisten aufzumachen. Jetzt noch ganz kurz ein Ausschnitt aus meinem Opening. Also Leute, herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Platzierung. Schließen. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Platzierung. Nochmal 4. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Platzierung. Nochmal 4. Für die Vierergruppe, Ding. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Platzierung für das Dreier-Ding. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Platzierung. Rogue. Guck mal, der Rogue ist nicht, mit dem habe ich mich nicht platziert. Krass. Herzlichen Glückwunsch, Zweiergruppe. Herzlichen Glückwunsch, Platzierung. Der Druide, Platz 274. Nice, nice, nice. Und jetzt habe ich. Das wird jetzt so ein geiles Pack-Opening. Wir suchen uns jetzt einen richtig schönen Standort und dann machen wir das auf. Wir machen hier richtig unten, wo man es schön sieht. Hier bei den Eisenwölfen. Da gibt es einen schönen Platz. Da machen wir das auf. Okay. Junge! Da sehe ich doch schon Stiefel mit 2. Okay, ich glaube, es ist alles irrelevant, außer natürlich Ubers und Ränge. Da haben wir einmal Beinschienen der Reue mit 2, Tassetten des Morgenhimmels mit 1, Ring des roten Furors mit 1. Wie viele
Unix waren dabei und diesmal drei Stück mit Greater Affixen. Natürlich Tassetten, Mülliger Müllmüll, Beinchen der Reue, Mülliger Müllmüll, bloß wenn wir nicht drüber reden. Und Ring des Roten Furors auch aktuell nicht so geil. Aber aus nur von dem Gauntlet drei Unix bekommen, gerade nur das Pack Opening mit Greater Affixen. Leichter sage ich, kannst du nicht an Greater Affixer auf Unix kommen. So easy money, so easy Unix. Das einzige, was ein Downer ist, ihr könnt die Sachen nicht tauschen. Die sind also Account gebunden. Ihr könnt also nicht sagen, okay, alles was ich da rauskriege, das verkaufe ich irgendwie oder tausche das an meinen guten Freund. Das geht nicht. Das ist alles Account gebunden. Aber trotzdem, wenn ihr, sage ich mal, gerade ihr habt ja gesehen, Ring des Roten Furors, hätte ich jetzt zum Beispiel Magier genommen und dann Tal Rascher. Das ist schon mega nice, weil ein Tal Rascher Ring mit dem Greater Affix ist richtig teuer und dann hast du ja es gespart. Also ich kann nur jedem ganz, ganz doll raten, spielt die Leaderboards. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Follow freuen, wenn ihr nichts verpassen wollt über die Season 4 und zu Diablo 4. Und ich würde mich natürlich wie immer über ein Like auf die Video freuen. Sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.